Hallo und herzlich willkommen aus der Dunkelkammer. Die Gruft. Ja, Steinekeller war gestern. Ja, während draußen schönstes Wetter herrscht, verkriechen sich zwei irgendwo in den Untergrund. Hier mal ein kleiner Überblick über die Räumlichkeiten, die wir jetzt hier vor uns haben, beziehungsweise auch ja, die Arbeiten, die dann vor uns liegen, dass man das ein bisschen auch mal im Bild hat. Es gibt also viel zu tun. Eine Wand steht schon da, eine halbe Rigipswand. Die andere Seite muss noch fertig gemacht werden. Und dann müssen wir ja auch die ganzen Tische, die wir haben, beziehungsweise das, was eben auch noch fehlt, noch einrichten, aufbauen, gucken, wie wir es stellen, dass das alles wieder maßgeschneidert da reinpasst und natürlich darauf dann gucken oder zumindest mal auf dem Papier ausmessen, wie das Ganze dann gestellt wird oder das dann aussehen soll. Ausbesserungsarbeiten müssen wir dann gucken, je nachdem, wo halt noch was anfällt, wo noch was, ja, Malerarbeiten fallen ja auf jeden Fall an. Ich denke, das habt ihr ja schon gesehen. Oder auch andere Reparaturmaßnahmen, dass das dann so unseren Wünschen entspricht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber klar, das dauert natürlich eine Weile. Jetzt müssen wir erstmal hier mal eins nach dem anderen angehen. Und da tun wir jetzt erstmal unsere Tische stellen, gucken, wie das aussieht. Und dann machen wir das andere drumherum, um zu gucken, wie genau und wo genau wir ansetzen müssen. Und dann machen wir eins nach dem anderen und schauen mal, wie weit wir immer jeweils kommen. Bleibt gerne dabei und schaltet auch wieder ein, wenn wir die Steinewelten weiter im Untergrund erschaffen. Und dann könnt ihr sehen, wie weit wir dann auch kommen. Bis dahin, alles Gute, ciao!